Heute hat Lyric B gegen Kopenhagen 2-2 gespielt. Tore sind in der 42. Wind und in der 58. Rasmussen und in der 77. in der 70. nicht. Ja, Doppelpack. Aber davor gab es noch in der 69. ein Tor durch Langrager. Dadurch ist Kopenhagen vierter Gegner, vorletzter. Die haben nicht mal 10 Punkte. Okay, gut, die haben auch dafür eine ganz kleine Liga. Muss man dazu auch wirklich sagen, ist das halt auch richtig verständlich. Aber schon überraschend, dass der Vorletzte einfach wörtlich erstens mithalten kann mit dem vierten oder eher gesagt mit einem der Top-Vereine da und schon 10 Punkte Abstand hatte. Ja, das ist krass. Aber es gibt ja noch eine Abstiegsrunde, das heißt, Hoffnung kann man da trotzdem noch haben.